Die Spielsaison im Theater Magdeburg ist noch nicht zu Ende, doch am Donnerstag wurde im Café Rossini schon das Programm für 2017/18 vorgestellt. Auf dem Podium saß die Generalintendantin Karen Stone und die Direktoren der einzelnen Rubriken, um einen Überblick über die Premieren und Aktionen des kommenden Jahres zu geben. Ganz besonders freue ich mich auf ein Riesenwerk wie Aida von Verdi. Ich freue mich im Schauspiel, dass die Corinna Harfuch kommt nach Magdeburg und mitspielt. Das ist auch ein Coup für uns. Ich freue mich, weil ich selber inszeniere diese Oper Dantons Tod. Ich denke ganz im Zeichen der Zeit, was ist die Macht, was ist überhaupt, wohin geht es? Ich denke, das sind auch Themen, die interessant sind. Denn nicht nur mit Dantons Tod soll sich das Theater künftig mehr mit der aktuellen Politik auseinandersetzen. Schließlich sei diese immer schon Teil der Schauspielkunst gewesen. Und ich denke, dass wir leben in heute in merkwürdige Zeiten, auch mit Diktatoren. Und das denke ich mir, das ist die Gesellschaft, in der wir leben, und das Theater muss es reflektieren. Während das Musical Aida wohl das Musiktheater am meisten prägt, wartet das Ballett unter anderem mit dem neu kreierten America Noir des Choreografen Gonzalo Galguera auf. Bei den Konzerten wird selbstverständlich Telemann eine Rolle spielen, doch auch die Magdeburger Philharmonie feiert ihr 120-jähriges Jubiläum und lädt deshalb hochkarätige Gäste ein. Wenn es um Musiktheater geht, darf seit einigen Jahren das Domplatz Open Air nicht fehlen. Ab Juni läuft für diese Saison noch die West Side Story, aber auch für 2018 ist ein bekannter Klassiker ausgesucht worden. Wir machen Jesus Christ Superstar nächste Spielzeit, aber eine von den wunderbaren Musicals, muss ich sagen. Ich hatte das Glück noch als Jugendliche das in London zu erleben, und ich denke, das gibt Gründe. Diese Stücke sind noch so 40 Jahre später ganz oben drauf auf die Liste von besuchten Vorstellungen, und wir freuen uns, das bei uns auf dem Domplatz anbieten zu können. Und der Dom wäre für das Stück ja auch die perfekte Kulisse. Im Schauspiel wird es vermehrt um Politik gehen, wie eingangs schon erwähnt, ein großer Fokus. Mit Stücken wie der Trilogie Antigone und Ödipus oder Hello, It's Me, Democracy gibt es jedenfalls genug Gesellschaftskritik. Das Programm der Theaterpädagogik unter der Leitung von Matthias Brandt wird weiter ausgebaut, mit zahlreichen Mitmachangeboten und kindergerechten Stücken. Damit wäre man kulturell auch für die nächste Saison überzeugend aufgestellt. Was wichtig ist, ist, dass Magdeburg bewirbt sich für diese Kulturhauptstadt 2025. Und das ist deswegen die Wahrnehmung von Magdeburg und das Kulturleben in Magdeburg im überregional und im Ausland sehr wichtig. Und wir versuchen durch Koproduktionen, Zusammenarbeit mit anderen Ländern, anderen Theatern, gerade diese Ziele der Stadt zu unterstützen. Zum Schluss gibt es noch ein paar Zahlen zur laufenden Saison. Die Auslastung liegt im Durchschnitt über 80% und die finanzielle Selbstversorgung liegt bei 13%. Damit kann man an vorherige Erfolge anknüpfen. Das weitere Verwaltungsgeschehen wird allerdings in Zukunft nicht mehr in den Händen des Direktors Marc-Stefan Sickel liegen. Der wird künftig im Mannheimer Theater arbeiten. Die gesamte Belegschaft, wie auch wir von MDF1, wünschen viel Erfolg in der Ferne.